Hallo Freunde, herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Minecraft Rust and Betrayal. Diesmal wieder mit der Julia. Hallo. Und natürlich wieder mit dem Dino Lino. Hi Leute. Dino Lino. Dino Lino, also, na gut. Schön. So, warte mal, wie viel ist fast denn der? Oder fast nur 8000 Millibuggets? Da brauchst du einen größeren Tank. Schaut aus wie auf dem Schlachtfeld. Ah, ich komme ja nicht dazu, mein Galacticraft weiterzubauen. Die Startrampe für die Rakete. Eine Startrampe brauchst du jetzt auch noch? Ja. Ach Gott. So, den haben wir, den Tank. Wusel? Dann erstmal in War. Wusel, komm auf von da. In War. So. Was sagst du jetzt? Ich finde das super cool. Also mir gefällt das. Ich muss dazu sagen, ich habe selber zweieinhalb Jahre in Bayern verbracht. Bei Regensburg. Ah. Und ich hab das immer gemocht. Wo? Im Freimd. Das sagt mir lustigerweise nicht so viel. Sagt dir Roding etwas? Roding, ja, freilich im Bayerischen Wald. Ja, Roding war ich auch sehr lange. Ich wohne ja nur eine halbe Stunde von Regensburg weg. Ah, auch Richtung Roding, oder? Ich wohne Deckendorf. Ah, okay. Also direkt am Bayerischen Wald. Ah, super. Mhm. Ja, und in Roding war ich auch zwei Jahre war ich in Roding und in Freimd war ich ein halbes Jahr. Roding bei Teisnach. Mhm. Da hätte ich beinahe zu arbeiten angefangen in Roding. Oh, cool. Au! Was machst du denn? Bug. So, und jetzt brauchen wir noch, wenn wir jetzt den Tank haben wollen. Enderium. Haben wir Shiny Metal? Shiny Metal? Nö. Enderium haben wir natürlich auch keinen. Oh, jetzt habe ich hier ein Problem. Jetzt wächst hier ein Baum, den ich absolut nicht gebrauchen kann. Also Sunny, wenn es blöd läuft, reiße ich hier deinen Baum weg. Aber du musstest ihn ja irgendwie bei meinem Haus platzieren. Tut mir leid. So. Oh mein Gott, dein Enderman. Priorist Shiny Metal. Was machst du eigentlich, Sachse? Ich fliege hier in der Welt rum. Ah ja. Rohstoffe sammeln. Randy ist der absolute Rohstofffreak. Ja. Eigentlich nicht, aber du machst es ja selber nicht, dann muss ich es ja machen. Ich würde auch Rohstoffe sammeln gehen, weil ich hätte ja keine andere Wahl, aber du kannst ja so viel ran davon. Ist ja schon wieder 1000 Eisen. Was? Ja. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Was? Also, na, eigentlich haben wir, also Ingots haben wir 2000. Also 2000 Eisenbahnen. Was? Ja, ja. Ist ein düchtiges Kerlchen, der Randy. Mhm. So, warte mal, dann können wir hier auf jeden Fall schon mal was ins System zurückschmeißen. Oh, ich habe einen Tempel gefunden. Das kommt back. Bei den Tempel waren C4, also Sprengfallen drauf, ne? Mhm. Ja, ist normal. Das ist ich frage ja, ob das beim Tempel so war. Ach so, ja, unten. Du darfst nicht die eine Wolle wegmachen. Darfst du schon wegmachen, du darfst nur nicht in die Mitte runterfallen. Genau, also da, wo diese eine farbige Wolle ist, da ist, glaube ich, diese Pressure Plate, und also die Druckplatte, und da darfst du nicht drauf. Die Wolle ist ja nur oben. Und die meisten bauen die Wolle weg und lassen sich dann nach unten runterfallen. Genau. Aber du kannst ja eh fliegen, Randy, von daher ist das ja wurscht. So, und jetzt habe ich hier gerade ein Problem. Solange wir es dürfen, das ist ja kein Problem. Shit. Habe ich jetzt das Falsche rein? Nö. Boah, abbauen kann vielleicht nervig sein. Das ist jetzt schon die dritte Folge, wo ich fast nur am Abbauen bin eh. Wo ist mein Ferus? Oh, ich hatte viel mehr. Renny, was auch ganz, 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 ganz wichtig wäre Ferus-Ohr. Mhm. Also das ist so, weil das, wenn man das pulverisiert, bekommt man mit einer 10%igen Chance. Scheiße, das war der falsche. Bekommt man mit einer 10%igen Chance Shiny Metal raus. Und dieses Shiny Metal braucht man, um Enderium herzustellen. Klingt jetzt kompliziert. Enderium herzustellen, und das ist das, sag ich mal, dieser Endstuff hier. Oh, okay. Also,
Das ist so. Oh, da haben wir schon ein Shiny Metal, ist ja geil. So. Nein, hat sich ja Klingt richtig nicht gelohnt, hier nur rüber zu kommen. kompliziert, es Ja. ist kompliziert. Naja, es ist halt einfach nur, sag ich mal, der Weg, um an ein Metall zu kommen, was man hier eben nicht finden kann. Also, das ist ausgeschlossen, das ist nirgendwo. Und du kannst das eben nur, indem du ein bestimmtes Metall pulverisierst, kriegst du halt mit einer Wahrscheinlichkeit da so ein Nebenprodukt raus. Und genau das brauchst du, um das herzustellen. Was? Ja, also ich frage mich schon manchmal, was die Modder gemacht haben, als sie diese Mods erfunden haben. Ja. Was die da getrunken hatten oder was auch immer. Also, der krasseste Mod war eigentlich so mit Computercraft. Und richtig mit Programmieren. Und was auch heavy ist, ist Applied Energistics. Also, wenn man sich das mal anschaut, da kannst du ja ein richtiges Fest-, also Serversystem bauen. Richtig mit Servern, mit Festplatten, wo du deine Items, also ein Lager mit Festplatten, mit Crafting-CPUs, wo du nur noch Knöpfe drückst und es wird alles automatisch hergestellt, solange wie die Rohstoffe im Lager sind. Das ist ja krass. Beschäftigt ihr euch dann viel mit solchen Modpacks? Ja, ich spiele, sage ich mal, Technik-Modpacks jetzt schon länger. Also ich habe damals großes Glück gehabt, ich habe jemanden kennengelernt, der hat aber nicht, also durch YouTube, aber der hat keinen Kanal und nix. Und der ist da, ja, sehr, sehr allwissend und habe den dann damals einfach gefragt, oh, ich hätte echt mal Lust drauf, weil mich das selber interessiert. Hättest du nicht Lust, mit mir da ein Let's Play zu machen? Cool. Ja, und seitdem nehmen wir, seitdem 1,5 Jahre zusammen auf. Wow. Und haben bestimmt schon 200, 300 Minecraft-Folgen hinter uns jetzt. Ja. Immer mit Ihnen bald ein Jahr. Wenn ich 32 Ferrus-Ohr in meinen Pulverizer stopfe und ich habe eine 10%ige Chance, dieses Nebenprodukt rauszukriegen, wie viel müsste ich denn dann von dem Nebenprodukt rauskriegen? Wie viel packst du rein? Sag mal 30. Drei, oder? 3, genau. So. Oh, jetzt sind noch ein paar dazugekommen. Okay, weil bis jetzt waren fast alle durch von den 30 und ich hatte 1. Aber jetzt habe ich schon 4. Okay. Na, dann ist doch gut. Haben wir Enderperlen, Randy? Im System vielleicht. Ich habe welche einstecken, ja. Ah, 12 Stück, das ist nicht viel. Nö. 12 Enderperlen? Naja, das Problem ist, ich brauche geschmolzenes Ender. Das sind, glaube ich, 4 Perlen für einen Eimer. Boah, meine Spitzhacke neigt sich gerade ziemlich dem Ende zu. Ich muss die bald mal zur Reparatur legen. Habe ich noch eine andere Spitzhacke, dass ich die mal kurz ein bisschen ruhen lassen kann? Hier nichts. Hier ist noch eine Spitzhacke. Muss das hier, glaube ich, nochmal umbauen, meine lieben Freunde. Das tut mir jetzt echt leid. So, und zwar muss ich hier nochmal. Boah, die ist jetzt wieder voll langsam hier. Die Pipe dranhängen, den Servo rein. Bam, 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 Die Ebenen sind hier schön. Wow. Einfach nur Asche, Feuer und das Wasser ist Blut. Ja, das ist echt Blödsinn. schön gemacht. Ich habe da schon echt über spekuliert, ob ich da nicht was bauen soll. Und viele der Mobs verbrennen dort auch. Das ist ja das Schöne. Wir hier zusammentreten, was machen die? Ist das jetzt Oh wirklich? Gott. Ja, die. Trotzdem würden die sich gegenseitig auf den Boden werfen. Besonderes aber. Ja, repariert sich denn dieses Ding eigentlich? Was denn? Die Spitzhacke geht eigentlich, glaube ich, relativ flott, so wie es aussieht. Die Spitzhacke, das geht ziemlich schnell, ja. Ich habe die jetzt nur kurz drinnen liegen gehabt, aber ich denke, man hat es richtig gesehen, dass das schon wieder ein Stück zurück war von der Haltbarkeit.
Theoretisch müsste die sich reparieren, während du sie bei dir hast. Ja, genau. Ich habe sie nur ins Inventar selbst reingelegt. Ich habe also den Balken nicht Ach so, gesehen. okay. Ich sag mal, hört ihr das näher? Was denn? Das Getresche, Geklappe, Knalle? Nee, wieso? Ne, gut, also. Ne, ja, Nachbarn drehen gerade oder Amok. Oh. Dann ist das bei euch normal? Oh, ja, also früher war es so, dass von Freitag bis Sonntag Dauerbeschallung von den Russen oben drüber kam, Party hart gemacht haben. Und dann die anderen, die da links über wohnen, das ist immer mal wieder. Du hast mich nie geliebt, du weißt nicht, was Liebe ist. Dann Knall, Bumm, Bang, Bang, Bang und so weiter und so fort. Also Hast du Standard, ne? das? Ja, so Standard halt, als hauen die sich gegenseitig auf den Dings. Nachts hörst du dann rumschreien, dann ist auch wieder gut, aber ist schon manchmal nervig. Also, Das kann ich mir vorstellen. Plattenbau halt, ne? Ja, da kann man sich's nicht raussuchen, das stimmt wohl. So, Aber okay, dann. die Hähne unten drunter über mich beschweren, was ich denn für eine Arbeit habe und dass es nachts immer laut ist. Ich sage, ich sitze den ganzen Tag auf dem Stuhl. Ja, und das hört sich so an, als würden sie bei ihnen oben Bowling spielen. Ich sage, wie? Naja, als würde da immer irgendwas umfallen. Ich sage, ab und zu fällt einem vielleicht mal eine Flasche auf den Boden. Ja. Ja, nee, das macht so immer bum, bum, bum. Ich sage, ich mache auch bald mal bum, 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 bum. So nervig, ey. Haben den ganzen Tag nichts anderes zu tun, außer zu horchen und zu beobachten, weißt du? Sein Job, Süße sein Arbeitsleben. Ja, schon. Das hört sich richtig knuffig an, wenn Ja. du dich aufregst. Bitte ein Feiner. Arsch. Entschuldigung. Aber sag mal, wie viele Enderperlen haben wir, habe ich gesagt? 12. Ja, dann, ich habe nämlich irgendwie ein Problem. Ja. Immer, wenn ich was aus dem System raushole. Ja, ich habe 12 Enderperlen im System gehabt und wollte die 12 rausholen und es sind 6 angekommen. Und es sind keine mehr drin. Oh. Das ist aber Das schon ist. mal jetzt letztens erst passiert. Husel, kannst du mal zu fressen aufhören, du platzt gleich. Außerdem brauchst du noch Platz. Wir müssen jetzt Muss doch unbedingt Sand irgendwo, holen. muss doch hier ein Fehler sein. Wenn es jetzt anfängt mit Lecken, kann es daran liegen, dass neue Biome aufgedeckt werden. Okay. Warte mal, irgendwie, keine Ahnung, 2 Minuten über den Ozean geflogen. Na gut. Das ist dann wohl auch weg. So, dann haben wir das. So, Wusel, komm, flieg mit mir mit oder wie auch immer. Oder ich pack dich lieber ein, wo bist du denn? So. Dann muss schon mal das ganze Iron hier durch. Wusel, komm her. Iron ist auch nicht mehr. Ich verstehe das nicht. Ich mach mal kurz eine Reconnect. Wusel, bleib heute stehen, weil ich dich aufheben möchte. Süß. Oh. Oh. Ja, das deppert Skelett und das nervt mich und jetzt stirbt, danke. So, Depper, okay. das ist so ein Begriff, der bloß in Bayern oder in Österreich sehr aktiv ist, oder? Deport? Boah. Deport, also. Was Das gut sagt möglich. ja Patrick und Co. Ja, bist du deppert? Ich sage, nee, ich bin deutsch. Bist du deppert? So, na gut, dann müssen wir halt noch ein bisschen was bauen. Es nützt ja nichts. Jetzt wird's Nacht. Jetzt, wo ich auf Sandfarm-Tour gehe, wird's Nacht. Das ist so geil. Nächste Frage ist, wo ist denn mal eine Wüste oder irgendwas? Ja, drehen wir halt. Ein Übrigens, bisschen Sand weg. der aktuelle Facebook-Hit kommt wieder aus Österreich. Ernsthaft? Facebook-Hit? Es war ganz primitiv, zwei österreichische Streifenpolizisten in ihren Streifenwagen, Radio aufgedreht mit Helene Fischer und dadurch bewegen sie sich am Steuerrhythmisch. Macht auf Sehr schön. Facebook, macht auf Facebook gerade runter. Hier war gerade ein doofer Leck. Ich weiß nicht, was an den Lied ist, aber. Naja, das sind halt immer wieder diese Internetphänomene. Keiner weiß genau, warum man es lustig findet, aber lachen tut irgendwie jeder drüber. Und wenn es Ja. gerade deswegen ist, weil die anderen drüber lachen.
Ja, das Problem ist halt, die hängen ja bloß am Steuer, also so rumzappeln tun die ja nicht mehr, weil es geht schlecht auf Streife. Aber mal so den Arm so nach links und rechts schwenken und mal so von oben nach unten, mehr ist das nicht, aber wenn das nur gerade wo der Kopf sind, ist es lustig. Jo. Vielleicht dann hättest du dafür ein Disziplinarverfahren gekriegt. Sag mal, sind wieder alle Blöcke da, die ich gerade abgebaut habe? Ja, Ja, der ganz Server ja. leckt, dann leckt der Server gerade extrem. Ich komme aber gerade schon wieder zurück. Na gut, er lädt gerade einen ganzen Ozean, ja. Was ist denn das? Brauche jede Menge Sand hier. So, dann müssen wir hier mal einen Netherrack durchspritzen. Brauchst du das auch zum Bauen? Scheiße. Naja, das wird ja schon fast Oh, wenn die kompliziert. jetzt wird es langsam eklig, weil die Kisten gehen auch Ich nicht mehr auf. komm doch schon Jetzt. wieder zurück. Noch schon wieder im Rückflug. Chill out. Ich stecke noch gar nicht in meine neue Ich Sachen. sag nur, es wird langsam sehr laggy. Wie gesagt, ich bin auf dem Rückflug. Bam, 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 bam. Ozean baut sich halt unten drunter auf, aber mehr nicht. Das hier. Ach, Matsch. Okay. March. So, dann habe ich hier schon mal. Wie viel habe ich jetzt? Okay. Braucht noch viel mehr. Da, Scheiße. da, 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 da. Gibt es denn hier nirgendwo ein Meer? Ach, Schwachsinn in der Wüste. Hast du ein bisschen Kupfer mitgebracht? Zufällig? Schade. Ist aber genug im System eigentlich, oder? Das kann ja dran bleiben. Das, nee, nee, nicht mehr. Aber ein Schild. Wisst ihr was? Ich lasse das jetzt einfach ab. Genau. So. So, Wusel, komm, du darfst hier wieder planschen. Zack. So, mach das jetzt einfach hier hin. Das da dran. Das da dran. Land So, mit unter, dem Land brauche unter. ich Zinn. Gut, dass Wusel wasserdicht ist. Bin auch blöd. Hab ja noch einen hier. Und wie weit bist du mit deiner Rakete? Wann kannst du starten? Ja, ich baue gerade was anderes, das ist das Problem. Hab mich wieder ablenken lassen hier. Das ist gerade the problem. Wie kannst du nur? Ja, ich müsste eigentlich weiterbauen, aber ich muss ja Randy hier einen Tank bauen. Das ist ja das. Er will ja einen Tank, um Öl zu holen. Soll ich Weil die das. Insel mitnehmen von oben nach unten schleppen oder was? Na, ich sag ja, ich baue dir einen Tank. Ja, richtig Rechne. kannst ja mal in den Keller Kohlen holen. Schauen, ob der Sand dann jetzt erstmal reicht für Glas. Ist immer noch was dran. Aber eine Wüste habt ihr auch keine irgendwo in der Nähe gesehen, oder? Das sind ziemlich selten hier. Also mein Rundflug schon, Wüste sehr aber selten, weit ja. weg. Aber die sind weit weg hier. Ja, ich meine auch, dass ich eine sehr weit weg mal gefunden Hi. hatte. Und da ist die Whitelist wieder weg. Oh mein Gott, was ist denn noch los hier? Musel, bist du voll oder warum frisst du nichts mehr? Ah, jetzt mehr. Gereicht. Sehr schön. Glowstone sollte ich auch noch mal holen demnächst. Sag mir mal. Wo ist jetzt meine Kiste? Da ist sie.
So, dann fliegen wir mal zurück. 20 Minuten haben wir auch voll. Haben wir schon voll? Ja. Oh, schön. Fliegt auch noch schnell hier zurück wieder zu unseren Höhlen, dann können wir ungern hier stehen bleiben. Kein Problem. Zin, 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 Mal was zin, in den Ofen reinhauen. Jetzt leckt es bei mir auch gerade ein bisschen ja, hier. ja. Ich bin aber kurz wieder auf unserer Base. Ja, Da das kann nichts. dauert immer, bis das wieder anständig läuft. Ich weiß nicht, der Server 100% gut. Generell habe ich das Gefühl, dass Nitrado ein kleines bisschen Probleme hat zurzeit. Ja. Was ich bei, also bei Hexit, wie ich geschimpft habe, da kaufst du dir einen, oder mietest du dir einen Server, der 9 Euro im Monat kostet, damit er auch wirklich gut läuft für zwei Spieler, die einfach nur Hexit spielen wollen und du hast Serverlags ohne Ende. Also da war ich dann schon leicht dezent angenervt. Ja, Also das. Hexit machst du ja mit Dalu, ne? Wir hatten da gemacht, ja. Das war dann mitunter einer der Gründe, warum wir dann gesagt haben, nee, dann wollen wir jetzt erstmal keinen Hexit mehr spielen. Ach, da hattet ihr solche extremen Lags? Dass Gut, wir dann dann. einfach mal 2 Minuten lang nichts tun konnten, weil wir sowieso wieder zurückgeschubst wurden. Scheiße. Dann wäre Aber halt das ist aber sehr lokal heftig. wären. Ja, lokal hosten wäre dann noch was, wenn man über eine schnelle Internetverbindung über einen Haufen RAM verfügt. Nee, brauchst du nicht. Wenn ihr zu zweit spielen wollt, wäre die einfachste Geschichte gewesen, ihr hättet den Ja, Server. Hamachi. Ihr hättet den Server erstellt und Hamachi hier. Ja, aber Hamachi habe ich keinen Bock, das nervt mich dezent an. Hamachi? Ja, immer wenn ich Hamachi installiert habe, und es ist egal auf welchem PC, ist hinterher mein Kontextmenü im Arsch, wenn ich irgendwo mal einen Rechtsklick mache. Weil es dann Hä? immer alles schwarz ist und deswegen installiere ich Hamachi nicht mehr. Also ich habe Hamachi schon seit 2 Jahren auf dem Rechner und schalte es halt nur ein, wenn wir Minecraft auf dem Server spielen. Danach mache ich es wieder aus. Und super, also nie Probleme gehabt. Komisch. Nö, also mich hat es sehr genervt. Ach, hier ist guten Sinn, der Treffer. Das ist wirklich komisch. Guten, du hast vergessen, das Ding zu sichern. Geht zwar gut in der LP drüber, aber keine Wolle. Ernsthaft? Ja, als ein Innereingang. Oh, schlecht. Gut, würde ich sagen, verabschieden wir uns dann bald, oder? Ja, genau, ich Ja. bin sowieso wieder da. Also, dann würde ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dementsprechend im nächsten Part wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung. Wie immer, bis dann, haut rein. Tschüss. Ciao. Tschüss.